Vatikan zu geben und beschließt ganz generell zu beginnen. Kommen Sie oft hierher? Oh, schlechter Start, Larry. Fast so oft, wie ich hier bin. Because I'm bad. I'm bad. Was sollte wohl das wieder heißen? Ich glaube, das wäre in der englischen Übersetzung besser rübergekommen, ja? Ja. Du, wir kommen auf. Ja, ja. As often as I'm here. Yeah, I come as often as I'm here, yeah. Ja, ja. Ja, ja. Vielleicht könnte ich ihre starken Kleider erwähnen, denkst du dir selber. Ein Kompliment über ihr Aussehen könnte nicht schaden. Was für ein hübsches Kleid, das sie beinahe tragen. Und sie sehen darin so gut aus. Beinahe? Das kann schon sein, aber ohne sehe ich viel besser aus. Ich schiele ein bisschen. Und wir haben, würde ich sagen, gerade einen 3-Punkte-Wurf gelandet. Ja. Sag, das kann ja gut enden. Das fängt gerade erst an, Baby. Ja. Oh Gott. Ich sehe, dass sie alleine essen. Versuchst du es wieder? Ja, und Essen ist nicht das Einzige, das ich nicht gerne alleine mache. Antwortet sie mit einem Lächeln. Und Larry grinst sowieso. Ja. Ja. Bringt das jetzt eigentlich noch was, wenn wir sie 1000-mal ansprechen? Ja, ja. Okay. Darf ich mich zu ihnen setzen und mit ihnen speisen? Fragst du? Nun, bitte setzen Sie sich, aber es wird für den Nachtisch sein. Jolala! Und sobald du da sitzt und was tun kannst, schaltest du deinen Camcorder ein. Du hattest noch nie ein besseres Angebot, Larry. Pack es! Yeah! So. So, sobald du kannst, sobald du kannst. Schwupp, yes. Schwupp. Nee, oh nee. Oh nee, Larry. Nein, falsch. Weiß ich nicht, was ich damit anfangen soll. Nur einmal im Inventar anklicken. Kannst du noch im Inventar klicken? Nee, nicht im Inventar, einmal mit der Hand drauf. Ja. Den grünen Filzschalter zwischen den 0,5 mm Meanwhile Shift und den blauen Kugelschreiber und schaltest damit den Camcorder ein. Yes, so. Jetzt ist er an. Und jetzt brauchst du ihn. Jetzt kannst du wieder mit ihr reden. Oh. Habe ich meinen Namen erwähnt? Ich glaube nicht. Mein Name ist Penner. Larry. Piss Paule, Lepper. Der besoffene Penner-Clown. Sachsen-Paule bist du. Nee, da finde ich Piss Paule besser. Guten Abend, Lawrence. Ich bin Michelle Milton, Programmhandelsspezialist und gelegentlicher Computerfan. Aber sie stinkt nicht. Das erinnert mich an den Spruch aus Full Metal Jacket von dem Sergeant Hartman. Nur Schwuchteln und Schweinepriester heißen Lawrence. Das ist aber nicht nett. Ich bin hart, aber fair. Wie lautet der 6. Wachbefehl? Ja, wie siehst du nicht? Na, egal. Ich kenne mich mit Computern aus. Sagst du ein Zeichen über mich auf? Bisschen dabei und ehrlich gesagt, ich habe einige sehr erfolgreiche Computerspiele geschrieben. Wenigstens glaube ich es. Glauben ist nicht Wissen, Larry. Oh, ehrlich? Heißt das, dass Sie viel Geld haben? Soll ich dir mal meine Goldcard zeigen, Baby? Oh Mann. Du erinnerst mich ein bisschen an Austin Powers, wenn du so redest. Oh, behave. Ich lebe nicht schlecht. Nun, das heißt, ich glaube wenigstens, dass es so war. Aber jetzt bin ich nicht mehr sicher. Sehen Sie, ich hatte etwas Probleme mit Gedächtnisverlust. Was hat das denn mit Ihnen zu tun? Ach, ich lache auf dem ganzen Weg zu und von der Bank. Ich bin eine Junk-Bond-Händlerin. Oh mein Gott. Aha, was macht denn eine Junk-Bond-Händlerin? Ah, was immer sie kann. Antwortet Michelle verschlüsselt. Ich habe in letzter Zeit viel Gutes über Junk-Bonds gehört. Würden Sie sie als integralen Teil meiner Investitionen sehen?
Jacques Bonds, Sie tat wahrnehmbar auf. Nun, ich habe gerade heute mit einem Freund darüber gesprochen. Ja, ich denke, dass sie für jemanden wie Sie perfekt wären. Wow. Was auch immer. Ja, wir verstehen kein Wort, aber das macht nichts. Wir müssen einfach weitermachen. Es kommt nämlich gleich Dicke. Wirklich? Ich dachte immer, dass diese Art Investitionen zu risikoreich für einen gewöhnlichen Mann wie mich wären. Larry, niemand, den ich kenne, hätte je gesagt, dass Sie in irgendeiner Art, Weise, Form gewöhnlich wären. Sie haben gute Menschenkenntnisse. Ja, wir haben nur 5 Minuten Rekorderzeit. Also, haben Sie kurzzeitig verfügbare Mittel in Bargeld, deren mickriger, konservativer Zinssatz Ihre einzige Verdienstmöglichkeit ist? Nein, Michelle, habe ich nicht. Sagst du. Nochmal? Michelle, ich habe gerade an etwas gedacht. Ich müsste von meinem letzten Job noch jede Menge Tantiemen haben. Natürlich kann ich mich zwar nicht mehr richtig erinnern, ob das so ist, aber man muss es sicher in Betracht ziehen. Ja. Echter Finanzbuchhalter. Nun, betrachten Sie es, wie ich es tue, Larry. Ehrlich gesagt, vielleicht könnte ich Ihr Konto sofort eröffnen. Oh, das ist doch eine gute Idee. Hä? Nun, ich habe nicht... Oh... Sagst du, dein breites Lächeln überdeckt dein halbes Gesicht. Nun, okay, Michelle, machen Sie es so, wie Sie es für richtig halten. Wrong answer, ja. Man. Nein, richtige Antwort. Oh, Larry, ich wusste, dass wir unseren Profit steigern können. Man sagt aus Prinzip niemals zu einer Frau, machen Sie es so, wie Sie es für richtig halten. Das ja! Das kann übel enden. Wie Ihre Piemont-Kirsche hier oben zwischen den Bergen. Sie sind ein Software-Typ von Mann und ich bin ein Hardware-Typ von Frau. Wie wäre es, wenn ich mich auf Ihre Festplatte runterladen würde? Tut mir leid, Baby, aber ich bin heute nicht an Viren interessiert. Wenn er ein Software-Typ ist, dann hat er doch gar keine Festplatte, weil er, also sie ist doch der hat eine. Ja, ist egal. Er ist einfach die dünne Scheibe zum Reinschieben. Klick einfach weiter. Erlauben Sie mir, dass ich den Vorhang ziehe. Und tada. Ja. Oh yeah. Ja. Eieieiei. Sie hat sich in einen schwarzen Dackel verwandelt. Ja, wow. Was haben wir denn hier für zwei? Oh Gott, nein. Das sieht aus wie, oh Gott. Oh, jetzt hast du sie gereizt. Ja, jetzt leckt sie gerade da unten irgendwo das Eis vom Bein. Es tut dir beinahe leid, dass du all das aufnimmst. Was werden die Jungs in Hollywood denken? Die denken, es ist ein ganz normaler Arbeitstag. Was sonst? Oh. Oh Gott. Ist die Mutter alt, bleibt der Penis alt. Oh, der sieht so schrecklich aus. Jetzt tut's mir nicht mehr leid, wenn Patty ihn betrogen hat. Das macht er ja. Ich brauche all diese Kreditkarten nicht. Offerierst sie Michelle glücklich in der Hoffnung, dass sie dir etwas von diesem Glück zurückgibt. Nein, die wird wahrscheinlich mit der Kreditkarte sich gleich den Unterhalt für ihre 20 anderen Kinder bezahlen oder so. Beim Durchblättern deines Tagesverplaners zeigt Michelle bei gewissen aufgelisteten verschlüsselten Nummern und der Bemerkung Schweizer Konto Interesse. Da du Schokolade nicht gern hast, erlaubt sie dir, das Buch zu behalten. Nach ein paar zusätzlichen Minuten mit Michelle stehst du auf und gehst zum Ausgang des Harddisk-Cafés zurück. Genau. Und ich speichere einmal schnell ab. Und damit ist auch unsere New Yorker Mission schon beendet. Ach, das ging ja schnell. Ja. Das heißt, wir könnten theoretisch zurück zum Flughafen, wo wir dann auch erstmal unsere Camcorder-Batterie aufladen, weil ich weiß, wo da eine Steckdose ist. Eieiei. Ja.
Wo ist eigentlich unsere Limousine? Ach so, ach ja, da ist ja gar keine Limousine. Wir müssen erst nach einer Limousine telefonieren. Ach, ich glaube aber, Bertha ist jetzt, wir können da nochmal reingehen, weil ich glaube, Bertha ist jetzt nicht mehr da. Sorry, wir waren zu schnell draußen. Oh yeah. Das wäre schön gewesen, wenn man wieder so wie beim Larry 1 einfach nur Taxi schreiben müsste. Ja, und hier müssen wir Taxi. Yo, Taxi. Yo, ich brauche die Nummer nochmal. Ja, dann lass mich doch diese Nummer sagen. Jo. 552 46 68. Ja. Wir danken Ihnen. Hallo, ich spreche mit der fabelhaften Checker Limo Comedy. Ich hoffe, Sie hatten einen guten Tag. Oh, guten Abend. Hallo, hier ist Mr. Big Ramalame Ding Dong. Bitte senden Sie sofort eine Limo ins Hardtisk Café. Oh Mann. Ja, so, sie wird verdammt bald da sein. Tschüss. It's about damn time, baby. Is this the real life? Is this just fantasy? Da ist die Limo. Das ging aber rapzap und ab zum Flughafen. Wahnsinn, es spielt keine Rolle, wo ich hinginge. Es spielt keine Rolle, welche Verleihfirma ich anrufe. Es spielt keine Rolle, welchen Fahrer ich kriege. Alle diese Limos sehen genau gleich aus. Ja. Genau. Stimmt. Flughafen, ne? Das ist ein großartiger Ort, wenn man das Fliegen liebt. Der Spruch kann nur von einer Blondine kommen. Ah, oder auch nicht. Du kratzt ihn auf der Glatze rum. Oh, er krault ihn. Wie niedlich. Ich mag den Fisch so gerne. Der sieht so verwirrt aus, als müsste man ihn. Unterdessen erhält dein Boss einen wütenden Telefonanruf. Mein Gott, das doch. Oh, wer hat den denn noch gesprochen? War ich das? Ja, wahrscheinlich. War das nicht Desmond? Silas Groomer hört der kräftigen Stimme am anderen Ende der Leitung konzentriert und analysierend zu. Lassen Sie mich Ihnen versichern, Julius, alles läuft nach Plan. Nein, Sir, ich werde Sie nicht enttäuschen. Ach, das war der andere Chef, ja. Ja, Sir, wir kümmern uns auch um das. Nein, das ist erledigt. Ein Mann kümmert sich momentan darum. In Ordnung, werden Sie es meinen, Julius. Unterdessen in deiner Limousine. Aha. Wir sind am Ziel angekommen. Ich hoffe, Sie haben alle angenehme Fahrt. Er meinte doch uns. Ein Mann kümmert sich darum. Ja, mit Sicherheit. Oder aber um Patty. Nein. Patty, der Chef heißt doch Desmond. Ach so, ja. Hab ich oder? Schon vergessen. Weiß ich nicht mehr. Ich auch. So, jetzt geht's nach links. Nach links? Nach links, ja. Okay, so. Ach so, da hättest du natürlich auch erstmal Ach, da ist eine Steckdose. Ja, da ist eine Steckdose, ja. So, dann tust du erstmal die Kassette aus dem Ding da raus. Einfach mit der Hand. Vorsichtig tauschst du deinen blauen Kugelschreiber mit dem gelben Leuchtstift aus. Ach, den haben wir gar nicht ausgeschaltet. Okay, genau. So. Dann Batterieladegerät in die, das ist das daneben, in die Steckdose. Die Kassette ist aber jetzt ja noch da drin, oder? Ja, das macht, glaube ich, aber nichts. Okay. Ja. Macht nichts mit dem Pfeil. Pfeil. Jo, und an die. Nee. Erst das Ding an die Steckdose. So wie wir es in Los Angeles auch gemacht haben. Genau. Ja, glaubst du, das weiß ich noch? Ja! Und dann den Camcorder rein. Immer den Camcorder rein, ne? Ja. Ach man, das war schön. Nein, nicht. Nee, musst wieder ausschalten. Gott, ey. So, und jetzt mit dem Pfeil. Ja, soll ich denn da zurechtfinden? Aber echt, ja. Alte Sierra-Gamer. So. Du beugst dich runter. Und jetzt müssen wir warten. Beugen und stecken. Hä? Beugen und strecken. Und dann laden. Dass ja, und die Ladelampe. Du kannst ja mal immer gucken. Kannst ja mal im Mülleimer schauen, so lange. Aber geh bloß nicht aus der Screen raus, weil ich weiß nicht, ob uns die eventuell leider klaut. Oh, das ist ja fies, aber... Eben, das weiß ich nämlich nicht genau. Deshalb lassen wir das sein. Kann sich ausziehen hier, Unzip? 67, dann müssen wir einen Augenblick noch warten, okay.
Nein, wir haben doch keinen Textparser mehr. Doch, hier. Ah. Ach, die Kleidung in Ordnung bringen. Na, super. Hey, na, wunderbar, Larry. Jo. You can ja. Leave your head on. Guck doch mal auf die Batterie. 100%. Dann nimm wieder mit den Das ging aber schnell. Ich hätte auch gerne geredet, die so schnell laden. Ich auch. So. Und dann tauschst du gleich eine, dann tust du gleich eine neue Kassette da rein. Ach Mann. Ja. So. Okay. Dann fährst du die Kassette in den Roblo ein. Genau, wunderbar. Wahrscheinlich mal gucken, dass ich irgendwann das alte nicht überspiele, oder? Ja, da muss man dann immer aufpassen. So, Michelle Wilken, Erase Videotape. Genau. Jo. Wunderbar. So, wir kaufen uns vielleicht noch ein Flugticket, wenn ihr das noch möchtet. Jo. Da müssen wir dann wieder diesen kryptischen Scheiß machen. Ich weiß gar nicht, kannst du vielleicht auch noch mal auf die wir fliegen als nächstes, glaube ich, nach Atlantic City. Du musst wieder raus. Okay. Das hätten wir auch gleich machen können. Das habe ich vergessen. Weil wir müssen uns da wieder so ein scheiß Ticket kaufen an diesem Kacken, hier an diesem Kacken-Facken-Automaten. Ach nein. Mit diesem scheiß Crypt-Dings. Goldcard wahrscheinlich, ne? Genau, ja, ganz genau. Endlich erst kommt sie wieder zum wieder Einsatz. Rein. Juhu. Heute geht's nach Atlantic City 13 Uhr. Warte mal, da muss ich mal gucken. 13 Uhr ist 1 Uhr, ne? Ja. 1 Uhr Atlantic City. Nach Adam Riese. Nach Adam Riese. Okay. Dann klickst du bitte Atlantic City. Ja. Und ich sag dir wieder diese kackigen Symbole an. Oh Gott. Ja, es ist doch furchtbar. Das erste. Dann. Oh Gott, ich kann es nicht richtig erkennen. Warte mal eben. Das zweite. Jo. Dann das dritte. Jo. Dann dieser Monitor hier. Das vierte. Sehr schön. Und das ist das fünfte. Hoffe ich, dass das alles richtig war jetzt. Ja! Was? Nein. Ungültigen Zielflug. Oh, scheiße. Oh, dann habe ich irgendein Symbol nicht richtig hier erkennen können. Ja. Tut mir leid. Aber das ist auch immer schwierig. Vor allen Dingen dieses eine sieht so komisch aus wieder, ja? Ja, die sehen scheiße aus. Also nochmal den ganzen Mist, sorry. Atlantic City, jetzt ist es 10.30 Uhr. Na, ganz toll, warte mal. 10.30 Uhr, Atlantic City. Da haben wir es so. Mal langsam. Dieses hier. Sekunde, Atlantic City, ja. Dann dieses. Dann dieses. Und dann zweimal dieses. Ja. Hey. Hurra. Sehr schön. Und jetzt können wir in den VIP-Bereich, wa? Wollen wir nicht mal eine Pause machen? Jo, können wir auch machen. Dann speichere ich noch einmal schnell den Spielstand. Ja. Folge 6b. Zack. Und genau. Dann beenden wir diese Episode, fliegen in das uns noch unbekannte Atlantic City. Und ja, wie es da aussieht, erfahrt ihr in der nächsten Episode. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei meinen beiden Gästen Marlene und Anna. Sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Keep Gaming und ihr habt das letzte Wort. ja, ich war gerade beschäftigt. Ja, tschüss.